Hallo und zurück zu The Last Tinker. Der Schal juckt. So, so. Und hier wollte ich hin. Hallo. Es freut mich zu sehen, dass es euch allen gut geht. Opa, lange nicht gesehen. Ah, grüner Geist, ich grüße dein übergeholtes Verhalten. Es zeigt mir, ich, keine Ahnung, zu schnell weggeklickt, dass du ein neuer Geist bist. Haha, danke, ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Ich auch nicht, weil ich aus Versehen zu schnell Y gedrückt habe. Ich grüße Simi. Wie ich höre, haben sie ein Problem mit dem örtlichen technischen Tinker-Transportgerät. Ich glaube, er meint das Portal, Mr. Me. Ich versuche ihn tap, obwohl ich mich dafür manchmal ziemlich anstrengen muss. Der muss gerade reden. Was ist mit dem Portal? Kann ich jetzt die Zeitlupennummer bringen? Genau das solltest du tun. Los, Kuro, nutze die grüne Macht, um das Portal zu stabilisieren. Brauchst du rote Funke? Hey! So, gezeitloopt. Oh! Oh? Sprich mit den anderen. Hey Leute, auf der anderen Seite dieses Putzhauses ist die Bleiche. Das überrascht mich nicht. Wenn man sich den derzeitigen Zustand des Turms ansieht, sind die inneren Hallen wahrscheinlich mit bleicher Materie überschwemmt. Aber das bedeutet, dass wir keine Möglichkeit haben, zu Lila zu gelangen. Nur Geduld! Ein wahrer Tinker nutzt jedes verfügbare Mittel, bevor er eine Idee verwirft. Das klingt ein bisschen langweilig. Wie gesagt, wir müssen überlegen, was wir für Möglichkeiten haben. Das sagte ich. Okay, wo können wir etwas finden, das es uns ermöglicht, durch die Bleiche zu gehen? Klingt so, als würden wir einen Abstecher in den blauen Bezirk machen. Was? Nein! Nein, nein, nein! Entschuldigung, aber müssen wir wirklich dorthin? Bitte sagen Sie nicht, wir brauchen... Die Macht des blauen Geistes, ja. Sie könnte das Einzige sein, das euch vor dem zerstörerischen Effekt der Bleiche schützen kann. In Ordnung. Auf zum blauen Bezirk. Wir brauchen Bruder Blau, wie das... Wir werden wieder Bruder Blau wieder sehen. Klasse. Oh Mann, ich hoffe echt, dass er sich geändert hat. Der Typ ist unfassbar. Brick und Olso sind einfach ebenfalls im blauen Bezirk. Ihre Mission lautet... Schiffe zu beschaffen, für den Fall, dass wir die Stadt evakuieren müssen. Mit meinem Papierkissenboot werden wir den blauen Bezirk am schnellsten erreichen. Ich werde den Motor vorbereiten. Guru, ich muss kurz mit dir sprechen, bevor du gehst. Weißt du, was es bedeutet, ein Tinker zu sein? Du bist mit den Dingen verbunden, die diese Welt ausmachen. Das verleiht dir Macht, zu bauen, zu formen, zu erfinden. Aber ich denke, du hast bereits bemerkt, dass du die größte Macht von allen darin liegt, andere zu inspirieren. Denke immer daran. Okay. Wie unerwartet, dass wir zu blau müssen. Ha. Ha. Das wird, glaube ich, ein sehr chilliges Stück mit blau. Oder ein sehr depressives Stück. Glaubst du? Rassel. Ja, genau. Leite mich fast darunter, dass ich mich in den Tod stürze. Auf geht's! Betrete den blauen Tempel!
mein Freund, ich hoffe, du kommst sicher in den Tempel und findest Brick und Bolzer dieser Bezirker durch. Leichte Griffe, große Fragen. Seitdem sind die Leute hier ziemlich pessimistisch. Sei nicht zu hart zu ihnen, ja? Oh mein Gott, jedes Mal, wenn ich seine Stimme spreche, muss ich gähnen. Das ist mega anstrengend. Weil es eigentlich, ja, mittags gerade in der Aufnahme und es ist einfach mega krank. Da fängt es so, schon die Mundbewegung alleine bringt dich zu gehen, das ist... Du bist nicht ganz der schicke Bezirk hier, was ich sehe so. Du gehst auch noch. Wir sind da. Tja, sieht doch schnieger aus, dieses Kolosseum. In der Mitte ist wahrscheinlich der Palast. Oder der Tempel. Zu dem wir müssen. Wir werden aber die Kisten hier vorher einmal alle... Ah, cool. Man kann auch, hier anklopfen. An Fähigkeiten. Papierboot, wie geil sieht das denn aus? Cool. Hat so ein bisschen was durch dieses... Weiß nicht, irgendwie fühle ich mich gerade hier so mit den Dingern so wie bei Aladdin. Aladdin in Blau. Hallo. Und dann ist sie in Paris. Oh la la, Paris. Ich wundere. Hallo Junge, wein doch nicht. Hi. Okay, du sprichst nicht mit mir. Ich wurde gerade ganz nett angerufen zu Hause. Sorry, wenn ihr das Klingeln hört. Hi. Der wird nicht vorwärts zu bringen sein. Dun, dun. Oh, da ist mal das Viech fertig. Ein bisschen. Ach. Nö, neuer Gegner. Alter, der sniped mich! Der sniped mich! WTF! Ich war fast tot gesnippt. Ja, mal schauen, ob ich die nächsten Wellen überhaupt überlebe. Ich positioniere mich schon mal ganz passend. Zieh diesen grün, grün. Den muss ich schnell erledigen. Wenn er die Dinger rein. Komm her! Großer! Komm, 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 komm. So, die Welle ging ja schon besser. Alter, hat er mich voll gelasert, der Junge. Und noch die einfachste Methode. Alle ins Gebüsch. So. Dürfte ich den doch jetzt diese Angriffs... Ja, da ist kaputt. Und weg mit der Bleiche. Schon schicker hier. Einfach mal alles einsammeln, auch wenn die Leiste voll ist. Und wenn es nächstes Mal knapp wird, sollte ich vielleicht mal die grüne Power einsetzen. Die Mündi ist cool. Hey, ein Schrein, weißt du? Ey, ein Schrein! Sorry, hab doch die alte Stimme so ein bisschen. Weißt du, was der eine Machtanzeige auf und kann? So, lass uns nochmal meine Zeitlupe einsetzen. Nur dieses Mal und dann vielleicht nochmal. Das ist cool. Ich glaube, das brauche ich sonst, wenn ich nicht rüberkomme. Fupp. Locker easy. Mal gucken. Ja, können wir da jetzt nicht vorherkommen. Gut, dann, hallo. Wir stecken in einer hoffnungslosen Situation fest, wie üblich. Okay, lass mich mal eben noch meine Fähigkeitsleiste wieder hier ein bisschen aufschniggern. Ist doch relativ entspannt aus hier bei euch. Entspannte Musik, alles voll entspannt hier.
voll entspannt. Manche sind entspannt, manche sind depressiv. Komm ich da rüber? Wir müssen in den Tempel! Kann ich snippern? Oh Mann, ja? Wir müssen in den Tempel! Okay. Dann gehen wir zu dem mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf. Was wollt ihr? Wir müssen in den blauen Tempel, das ist wichtig. Tut mir leid, aber der Tempel ist geschlossen. Unser Hafen wird gerade von einem riesigen Monster angegriffen. In Krisenzeiten darf der Tempel nur mit direkter Genehmigung von Admiral Blaubart betreten werden. Okay. Wo ist der überall? Na, da. Dann geht's da unten lang. Jetzt dürfen wir da unten lang. Gut. Ernsthaft, wo ist der Kleiner? Nein! Ah, der überlebt das. Starker Junge. Ich kann ihn nicht snipen. Okay. Wie? Das muss erst aufgeladen sein. Oh. Hoch, wo bin ich gerade? Hatte ich einen tief traurigen Traum. Ich wünschte, der Admiral würde endlich etwas gegen dieses bleiche Zeug unternehmen. Schon was auf dem Boden, auf dem Schild, aber das habe ich nicht lesen können. Da könnt ihr auf Pause machen. Genau wie ihr hier auf Pause machen könnt. Aber das könnte ich noch vorlesen. Was ist das? Wir müssen den Admiralbericht. Admiral berichten. Er. Wach auf. Was ist nur aus diesem Ort geworden? Es macht mich so traurig. Ich wünschte, unser Admiral würde unsere Depression überwinden und etwas unternehmen. Sie durch. Das ist ein Vetter. Ja, ist okay. Trotzdem gehe ich kurz zu dem Kerl hier hinten. Schon befürchte, dass der her muss. Dich lasse ich nie und immer ins Wohngebiet. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann muss ich den verkackten Weg hier lang nehmen. Der jetzt gerade aufhört zu ticken. Und das funktioniert nicht. Das war dann doch irgendwie klar. Ernsthaft? Ganz Stück? Mann. Okay, soweit ist es auch nicht. Also cool. Voll Leiste gekriegt. Zeitlupe. Jetzt scheine ich hier nicht durchzukommen. Scheiße, der ist geschildert. Komm. Jawohl. Mach erstmal hier die scheiß Snipper fertig. Oder gleich pfeifen. Nein. Das sollte ich auch nicht. Hallo. Ich habe gehört, der Hafen wird von einem riesigen Ungetüm angegriffen. Was traut der Admiral, der seine Leute nicht beschützen kann? Was taugt der Admiral, der seine Leute nicht unterstützen kann? Ich frage mich, was er vorhat. Bislang hat er keinen Finger gerührt. Sein Vater, der hätte dieses Monster innerhalb von Sekunden zur Strecke gebracht.
als Lebensleiste wieder auffüllen. Bevor dann sowieso ein Lebensleistenauffüller kommt. Ernsthaft? Bin ich jetzt gleich im Kreis gerannt? Nein, bin ich nicht. Hier war ich noch nicht. Okay. Ich durfte sie einfach nicht zerstören. Gut. Hallo Leute, keiner da. Das ist doch nicht so toll. Ist wunderbar. Nichts. So, der Admiral. Hallo, Admiral. Also, hey, guck. Es ist wirklich schwierig, den Admiral zu überzeugen. Ihr habt das geschafft. Wer seid denn ihr? Warum lasst ihr mich, alten gebrochenen Seebären, nicht in Ruhe? Was würde mein Vater von mir denken? Er war ein Bezwinger von Untieren und Monstern, ein echter Held. Ich dagegen bin ein Versager. Eine Schande für den Namen Blaubart. Das war wirklich ein Schickenbart. Das ist der Admiral. Ich dachte immer, er wäre ein wenig kämpferischer. Kämpferisch? Weshalb sollte ich kämpferisch sein? Meine Soldaten haben mich im Stich gelassen. Ein riesiges Ungetier greift den Hafen an und ich kann nicht zurückschlagen. Ich bin kein Admiral. Ich bin ein Schwächling. Jungs, wir müssen ihn wieder auf den richtigen Weg bringen. Koro, Tab, findet zunächst einmal seine Soldaten. Vielleicht gibt es ihm neuen Antrieb, wenn er sie wieder hat. Okay. Gut, die Soldatensuche. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Cheerio.